Ein herzliches Willkommen hier zu meinem Videokommentar zu 9/11, zum 20. Jahrestag. Also 20 Jahre 9/11, Erinnerung am medial bezeugten Massenmord und erste Verschwörungsmythen. Ich möchte mal jetzt hier meine Erfahrungen kundtun, die vor 20 Jahren angefangen haben damit und was vor 15 Jahren passiert ist, 2006. Aber dazu komme ich gleich und ich möchte das mal jetzt mal vorgelesen haben, um halt, wie gesagt, meine Erfahrungen kundzutun, was ich da gelernt habe draus. Weil da kann man viel lernen. Hier sehen wir jetzt ein Bild von 9/11, wo hier zur Erinnerung, zum Gedenken das Licht nach oben strahlt, ne, von den Twin Towers. Ich habe übrigens gestern den Film, gestern Abend, den Film Jacob's Ladder gesehen und da kann man nochmal die Twin Towers drinne sehen. Jacob's Ladder, ne? Also den ersten originalen Film, nicht den Remake. Also 20 Jahre 9/11. Erinnerung am medial bezeugten Massenmord und erste Verschwörungsmythen. 20 Jahre ist der islamistische Terroranschlag vom 11. September 2001 her, bei dem eine Handvoll von Terroristen auf einen Schlag mehr Menschen das Leben raubten, als dies wohl in der amerikanischen Kriminalgeschichte alle US-Serienmörder zusammengezählt getan haben. Das waren an die 3000 fast, ne? Plus weitere. Und selbst die Helfer und andere Menschen, die in New York City dem giftigen Staub der Trümmer ausgesetzt waren, starben später noch an Krebs, einen elendigen Tod oder auch Lungenkrankheiten. Doch darüber ist eine lange Zeit überhaupt nichts berichtet worden. Zumindest wusste ich davon nur durch einen Verschwörungsfilm, wonach viele Amerikaner auch die Stadt verlassen haben, soweit ich mich an das Gesagte entsinnen kann. Also gemeint ist hier The 9/11 Chronicles Part 1 Truth Rising in Alex Jones Film. 2008. Krass. Krass, 2008, ey. Auf jeden Fall will ich hier noch gesagt haben, diese Verschwörung, die da stattgefunden hat, die hat in Hamburg stattgefunden, ne? Kann man sich mal angucken, auch die Islam AG, die es da gegeben hat. Da ist weiter unten ein Film verlinkt vom ZDF. Ganz, ganz unten unter weiterführende Quellen. Und den kann man sich da mal angucken, wenn man da sich das mal antun möchte, ne? Um mal die Hintergründe zu erfahren. Und wie gesagt, da sind dann an die 3000 Menschen fast ermordet worden auf einen Schlag. Und dann sind noch weitere an den Folgen gestorben von den giftigen giftigen Dämpfen, sag ich schon, von dem giftigen Staub der Trümmer, die da geholfen haben. Die Helfer sind gestorben. Und das wurde lange Zeit irgendwie auf ganz, ganz kleiner Flamme nur berichtet. Also ich habe da selten was zu gefunden gehabt und das, wie gesagt, nur in Verschwörungsfilmen bei mir vorgekommen. Und da kann ich noch erwähnen, das habe ich gar nicht geschrieben. Ich habe damals auch Loose Change gesehen. Da gab es ja mehrere Editionen zu. Das war ja der erste Verschwörungsfilm sozusagen über 9/11, den ich gesehen habe. Oder der nur 9/11 als Thema hatte und nichts anderes dabei. Und zuvor hatte ich gesehen von Michael Moore muss das gewesen sein. Siedepunkt 9/11. Ich glaube, Siedepunkt hieß das. Und da war halt das mit den Terroristen alles aufgedröselt worden, wer wann wo gewesen ist und was da alles reingespielt hat. Und später habe ich dann noch mehr dazu noch in anderen Filmen gesehen, wie auch ein Film über diese Flugzeugsache, dass die das da gelernt haben mit zwei kleinen Flugzeugen, wie man fliegt. Das wird auch gesagt in dem ZDF-Film, der jetzt neu draußen ist. Über Hamburg. Und ja, das war mir damals so schon bewusst, aber dann kam halt Loose Change und dann kamen andere Sachen noch dazu und da habe ich lange gebraucht, um das überhaupt glauben zu können. Ich habe lange immer diesen Gedanken gehabt, was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn da jetzt irgendwelche Sachen gesagt werden, die da gar nicht irgendwie Zusammenhang haben? Die eigentlich gar nicht so nach der Wissenschaft, dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Ich habe da keine Ahnung gehabt, ich war Laie. Ich hab mir aber alles angehört, was ich mir anhören konnte. Bis auf den Bullshit, muss ich klar sagen, von hier, weiß ich nicht, hier, wie war das gewesen, dass es da keine Flugzeuge gegeben habe und dass das alles nur eine Projektion gewesen sei, hier mit dieser No-Plane-Theory-Kacke da. Naja, ist keine Theorie, das ist Bullshit. Auf jeden Fall will ich hier jetzt weiterlesen. Da sind also viele Amerikaner gestorben und angeblich sollen auch Amerikaner die Stadt verlassen haben. Wie es in diesem Film 9/11 Chronicles gesagt wird. Ich glaube, von einem Taxifahrer war das gewesen. Und Taxifahrer müssen sich ja auskennen.
Was aber persönlich klar ist, ist, dass ich vor 20 Jahren Ziel vorurteilhaften, ich habe vorteilhaften geschrieben, das muss vorurteilhaften Mobbing heißen, wurde. Also ich wurde vor 20 Jahren Ziel von vorurteilhaften Mobbing, wobei das ein Gemisch war aus dem Weltverschwörungsglauben an Satanen und Juden, die die Welt in Versuchung führen, und der Spaß an Gewalt. Ist ja alles nur Spaß, ne? Ja, das sagen sie immer. Auf jeden Fall will ich damit sagen, es gab nicht nur 9/11 im Jahr 2001, es gab auch den Mord in Witten, der als Satansmord durch die Presse ging. Und weil ich hier schwarze T-Shirts trage, mittlerweile lange Haare habe, gilt ich natürlich als Satan. Und für ziemlich glaubhafte Muslime, sage ich mal dazu, für die sind halt Satane noch auf der Erde. Die wandeln unter uns. Genau wie diese Echsenmenschen, was auch für mich Humbug ist. Aber naja, das soll man nur am Rande so gesagt sein. Mal weiter geht's im Text. Hier begebe ich mich aus meiner Perspektive zurück zum 11. September 2001 in der Gesamtschule. Da habe ich noch keine langen Haare gehabt, aber ich trug ziemlich provokative Metal-Shirts. Und andere, die lustig waren. Also für mich lustig, schwarzer Humor. Gegen 8:50 Uhr flog das erste entführte Flugzeug in einen WTC-Turm. Und ein paar Minuten später flog schon das nächste Flugzeug in den zweiten Turm. Auch wenn es bei einigen Menschen zu sogenannten falschen Erinnerungen kommen kann, wobei laut der Erinnerungsforscherin Julia Shaw es schwer bis unmöglich war, bei introvertierten Menschen solche gezielt zu erzeugen, also bezüglich dem, was sie an dem Tag Erinnerbares getan haben, so weiß ich zumindest recht genau, wo und wann wir als Schüler informiert wurden. Also das war jetzt ein langer Satz, gebe ich zu. Jetzt lese ich den kleinen Satz nochmal. Auch wenn es bei einigen Menschen zu sogenannten falschen Erinnerungen kommen kann, wo war das jetzt, der Strich? Also bezüglich dem, was sie an dem Tag Erinnerbares getan haben, so weiß ich zumindest recht genau, wo und wann wir als Schüler informiert wurden. Es war Dienstag, für uns ein kurzer 6-Stunden-Schultag. Und es wird direkt nach der ersten Schulhofpause gegen 10 Uhr gewesen sein, dass sich bei uns im Klassenzimmer am Beginn der dritten Schulstunde die Tür öffnete und eine andere Schülerin, die wohl von Klasse zu Klasse ging, sagte, dass sich in Amerika ein Terroranschlag ereignete. Ich habe das immer noch im Kopf. Ich habe das immer noch im Kopf. Ich sitze auf meinem Platz, die Tür geht auf und sagt sie, ja, das ist ein Terroranschlag. Das habe ich immer noch. Ich kriege gerade Gänsehaut. Ich kriege hier jetzt Gänsehaut. Ah, wie sie dies über den Hausmeister als Nachrichtenquelle bekannt gab, der gegebenenfalls in der Pause diese verhängnisvolle Nachricht im Radio hörte. Dahin erinnere ich mich bildlich zurück. Das habe ich noch mal vor Augen. Boah, ich kriege Gänsehaut. Offene Fragen, Ungereimtheiten und Gegenrede. Es war ein Moment, bei dem die meisten geschockt und sprachlos waren, ohne Genaueres bis dahin gesehen zu haben, sodass ein Gespräch mit unserem Klassenlehrer entstand und das im Englischunterricht. Also, ich will damit sagen, und das im Englischunterricht bedeutet für mich so geschrieben zu haben, wir haben nie über Amerika im Englisch geredet. Wir haben immer dieses Oxford-Englisch gehabt. Und es bezog sich alles immer nur auf England, aber nie auf Amerika im Unterricht. Ich habe hier noch ein Schulbuch aus dem Jahr 1920, muss das sein, aus Preußen. Da ist noch amerikanische Geschichte drin. Da ist angloamerikanische Geschichte drin. Ein Englischlehrbuch. Ne? Soweit ich mich entsinne, konnte dennoch nicht mehr so richtig im neuen Schuljahr der 7. Klasse an einen normalen Unterricht gedacht werden. Wir redeten mit ihm darüber, aber wie genau die nächsten Stunden verliefen, weiß ich nicht mehr so genau, außer dass ich ausnahmsweise mir später zu Hause die Nachrichten ansehen wollte. Am 11. September 2001 sind an die 3000 Menschen einem Massenmord zum Opfer gefallen, was die ganze Welt schockte. Und es kam im Verlauf der Zeit über die Jahre hinweg zu Verschwörungserzählungen, was sich damals Verschwörungstheorie nannte, als sei das eine wissenschaftliche Disziplin. Ohne dieses Wort zu kennen, können geschrieben, egal. Ohne dieses Wort zu kennen, hörte ich bis 2006 davon, dass es offene Fragen gebe, die einfach nur unbeantwortet waren und dass das ziemlich viele Ungereimtheiten gewesen seien. Also ich habe lange Zeit kein Internet gehabt. Ich habe nur über Dreamcast, glaube ich, war das gewesen, Internet gehabt. Da habe ich Juju Rocket gespielt. Und bis ich Internet hatte, habe ich da gar keinen Kontakt zu gehabt.
Das habe ich immer nur gehört gehabt. Ja, da soll es dieses und jenes geben, diese Frage. Dann sollen viele offene Fragen sein, aber ohne konkret zu werden. Und dass da vieles eine ganz große Liste geben würde. Weiß ich nicht, habe ich mir da gedacht. Keine Ahnung. Später mal vielleicht. Es ging mir immer nur darum, dass die Opferfamilien, also später, als es mir dann immer mehr in den Vordergrund rückte, als ich auch Internet hatte, es ging mir immer nur darum, dass die Opferfamilien ihre Fragen zur seelischen Heilung beantwortet haben wollten, weil ich mich da einfach wegen eigenen Gewalterfahrungen etwas reinfühlen konnte und ihnen das von Herzen wünschte. Es ging mir immer nur um die 9/11-Opferfamilie und die Hinterbliebenen. Nicht darum, dass da irgendwie, ja, ach, wie soll man das sagen, dass man sich da als so tollen narzisstischen Helden irgendwie da preisen kann und sagt, ich habe die eine Wahrheit gefunden und da müsst ihr mir jetzt zuhören, weil dann kriege ich hier meine narzisstische Aufwertung. So ein Bullshit wollte ich nie haben. Mir ging es einfach nur darum, dass diesen Leuten es besser geht, die davon betroffen sind noch heute, die sich noch heute selbst therapieren. Allerdings hatte ich keine Ahnung von Verschwörungserzählungen, außer dass ich wusste, dass die Nazis damals die hassvolle Verschwörungslüge des jüdischen Weltjudentums als Rechtfertigung für den Holocaust nahmen. Ja, soweit hatte ich das als jugendlicher Gesamtschüler verstanden gehabt. Aber war ich doch erstaunt, dass auch muslimische Schüler ähnliche Ansichten nach dem 11. September 2001 geäußert haben, aber nicht ohne Gegenrede. Aber nicht ohne auch Gegenrede von anderen vernünftigen Muslimen, Polen und Bio-Deutschen. Also es gab Gegenrede. Was ich damit meine, ähnliche Ansichten. Habe ich das hier jetzt geschrieben oder nicht geschrieben, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es für mich selbst geschrieben. Jedenfalls wurde gesagt, aber Hitler hat das doch richtig gemacht. Ne? Da ist nämlich der Lehrer ziemlich erbost gewesen. Das habe ich, glaube ich, geschrieben sogar. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Ich erinnere mich so daran, wie der Geschichtslehrer genau erbost reagierte, als ein mobbender Schüler meinte, dass Hitler das mit den Juden richtig gemacht habe, was somit den Tatbestand der Volksverhetzung darstellte. Der hat das so gesagt? Hitler war so gesehen ja auch ein Mobber, der Böses im Sinne hatte. Und dann wurde ich Satan genannt ständig. Naja. Die Juden waren ja auch die Satane, ne, für die Nazis. Man hat mal meinen Onkel gesagt. Weil, das will ich jetzt nicht so offen mir sagen, ohne genaueres dazu zu wissen, aber er meinte, dass meine Oma damals gesagt habe, die Juden stammen vom Teufel ab. Die ist ja im Dritten Reich aufgewachsen, die ist mit 17 ist die, 16, 17 ist die geflohen, da war der Krieg zu Ende, irgendwann. Und sie hat das Dritte Reich erlebt, ne? Die ganzen Flausen im Kopf gehabt. Wahrscheinlich. Aber nun gut, die erste Verschwörungserzählungen, an denen ich mich erinnere, betrafen den ermordeten Rapper Tupac. Ebenso soll laut einem damaligen Schüler in Spiegelschrift Marlboro auf Arabisch heißen, dass der Prophet nicht existiert. Wie auch, dass die Juden dahinter steckten. Den Hass auf Juden wurde ich mir somit in der Schule recht früh bewusst. Ja, so 2001, 2002 rum war das. Da habe ich auch nach 9/11 gehört. Ja, Tupac, der ist ermordet worden. Und Marlboro, das heißt, der Prophet existiert nicht, wenn man das umdreht und nochmal umdreht. Wenn man das zweimal in Spiegelschrift hat. Ne? Und dahinter sollten die Juden stecken, hat er gesagt. Das habe ich immer noch im Kopf. Ich habe mir das richtig eingebrannt. Ich vergesse solche Sachen nicht. Ich habe ein gutes Gedächtnis, was sowas angeht. Ja, und das habe ich früh gemerkt, den Hass auf die Juden in der Schule. Also von ein paar Leuten. Es gab auch Gegenrede, die gesagt haben, nein, das kannst du nicht sagen, nein, das ist scheiße. Das gab es auch. Auch von Muslimen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber dennoch gab es vereinzelte Arschlöcher, die das einfach gemacht haben. Und dann hat man da einen Juden gehabt in der Schule, das weiß ich. Und da hat eigentlich jeder gewusst, dass er einer ist. Und das ist doch schon so wie mit dem Finger auf einen zeigen. Das finde ich scheiße. Wenn man da einem hinterm Rücken auch drüber redet. Aber nun mal jetzt gut. Judenhass, Satanismusvorwurf und Psychologie. Nach 9/11 erlebte ich damit also die ersten Fake News im Schulunterricht. Krass, wa? Doch zu sagen, dass der Prophet nicht existiert, wiegt unter Gläubigen schwer, weil ein toter Mensch sich im Gegensatz zu Gott nicht verteidigen kann. Auch wenn für mich der eher narzisstisch gestörte Prophet kein perfektes Beispiel für andere sein kann, da er so wie ich das verstehe, eben sich von den Juden abgelehnt fühlte, als sie ihn als Prophet nicht anerkannten, was zur Gewalt nach den friedvollen Zielen führte, wie das die Religionswissenschaft chronologisch geordnet aufzudröseln weiß.
Es wurde einige Jahre später darüber hinaus wegen Musik die Heavy-Metal-Band Confess im Iran nicht hingerichtet, da sie anstelle von den Propheten nur Gott kritisierten. Haben die aber mal Schwein gehabt. Schwein. Und mir wurde damals in der Schule ebenfalls vorgeworfen, diese böse Rockmusik, wegen dieser bösen Rockmusik ein Teufelsanbeter zu sein, was in totalitären Ländern einem Todesurteil gleichkommt, also in islamischen Ländern, ne? 2 Monate vor dem Terroranschlag in Amerika ereignete sich in Witten ein Mord, der von der Presse als Satansmord bezeichnet wurde. Also das war im Juli, ne? Am 6. Juli 2001. Und nur weil das narzisstisch gestörte Täterpaar schwarz gekleidet war und zur Gothic-Szene zugezählt wurde, kam es im Laufe der auch auf deutschem Boden erneut aufgeflammten Satanic Panic zu harten Vorurteilen, die aus mir den monströsen Teufelsanbeter machten, anstelle mich als traumatisierten Schüler zu sehen. Weshalb am Ende nach meinem schwarzen Humor das übergelaufene Höllenfass umkippte und ich Öl ins Feuer goss. So, das sind jetzt viele Sachen, die hier gesagt wurden. Vielleicht drösel ich das noch ein bisschen auf. Also, da wurde halt über den Propheten gesagt, dass der halt abgelehnt worden ist von den Juden. Der wollte ja jetzt anerkannt werden, wurde er abgelehnt. Der wie auch von der Mutter, glaube ich, abgelehnt worden sei. Was bei ihm zu einer narzisstischen Kränkung geführt haben kann, wenn er existierte. Und dann gab es da die Battleband Confess im Iran. Vor ein paar Jahren kam dann die Meldung, dass die hingerichtet werden sollen, wenn die für schuldig befunden werden. Das wurden sie nicht, weil die haben nur Gott kritisiert. Der kann ja noch was dagegen machen, wenn der denn da ist. Und naja, dann wurde mir zur Schulzeit, so nach 2001, das auch 2001 war das, das war nach den Sommerferien, also ab August, so August rum war das, da fing das an, vor 9/11 noch, dass man als Teufelsanbeter dargestellt wurde. Und ich habe immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich glaube nicht an diese christliche Mythologie. Das war meine Position, die ich da vertreten habe. Ich glaube da nicht dran. Ich wurde ständig gefragt, glaubst du an Gott, glaubst du an den Teufel? Ich habe nein gesagt. Aber trotzdem galt ich als sowas. Genau wie wenn Wissenschaftler sagen, nein, wir sind keine Satanisten oder sowas, wenn denen sowas vorgeworfen wird von irgendwelchen Verschwörungsschwurblern, die irgendwie auch ganz religiöse Motive haben, ne, sowas zu glauben. Weil das ist Emotion und Glaube, das verknüpft sich sehr stark. Und da kann man nicht so leicht diese Vorurteile ablegen, ne, oder aufdröseln. Sage ich das mal so. Ja, was war denn jetzt gewesen noch? Dann ja die Gothic-Szene, schwarze Szene, die wurde halt dann, ja, wie, sag mal, wie soll man das sagen? Das war ein Generalverdacht gewesen. Da hat man überall in der Schule gehört, hey Satan hier, hey Satan da. Man kannte die Leute gar nicht und trotzdem waren da so kleine Gruppen immer gewesen. Die haben immer das Gleiche gesagt. Jede Gruppe hat sich eigentlich geähnelt. Man dachte sich, wo kommt der Scheiß her? Das hat doch mit Religion wahrscheinlich zu tun und mit dem, was in der Presse war. Und das hat sich zusammen vermengt. Und dann hatten die da keine Ahnung, sich einen Spaß draus gemacht, weil das eben mit Mobbing auch teilweise zu tun hatte und Vorurteile. Aber wie auch immer, dann ist halt dieses Höllenfass irgendwann umgekippt nach ein paar Jahren. Da kann man noch andere paar Sachen dazu, die ich hier nicht so erwähnen kann, weil das zu weit führen würde. Da müsste ich was ganz anderes hier als Videokommentar machen. Und dann habe ich halt noch selber Öl ins Feuer gegossen mit einem, ja, sehr schwarz-splättrigen Humor, sage ich das mal so. Und das war dann ein Vergehen gewesen. Da könnte ich jetzt auch die Anklageschrift zeigen, die habe ich noch hier. Aber das kann ich mal in einem anderen Video gegebenenfalls mal machen, wenn ich mal dazu kommen sollte. Ja, das war also das gewesen. Da ist halt hier das narzisstisch gestörte Täterpaar. Zwei Narzissten, aufgrund ihrer Störung, töten die jemanden, sind dazu bereit, jemanden zu töten, umzubringen, das Leben zu rauben, weil die keine Empathie haben, die sie daran hindert, keine Grenzen, keine Bremsen sozusagen. Und nur weil die so aussehen, wird gleich angenommen, weil andere so aussehen, muss das bei anderen auch so sein. Das ist doch scheiße. Das ist so genauso wie, dass ich, weil ich tu doch auch keinen Moslem sagen, nur weil du einen langen Bart hast, bist du jetzt ein Dschihadi. Das ist doch genauso Bullshit. Und genauso wenig kann man sagen, nur weil du ein schwarzes Shirt hast, bist du ein Satanist. Oder bist du jemanden, der Leute ans Leder will. Das ist doch scheiße. Das haben ja auch Studien gezeigt, wie ich das ja sagen kann. Dass bei Metal, in der Szene das so ist. Szene,
dass das beim Metal so ist, dass die Leute friedlich sind. Eben genau das Gegenteil von dem, was die Presse auch in den 90er Jahren gesagt hat, bei der Satanic Panic, die aus Amerika übernommen worden ist. Von dem Schrifttum, von irgendwelchen fundamentalistischen Christen. Ne? Das hat die Presse übernommen von Fundamentalisten. Muss man sich mal vor Augen halten. Alter. Aber nun mal jetzt gut. Dann ist halt mein Humor übergelaufen. Ne? Sage ich das mal so. Der ist mir dann ja, entgleitet. Ausgerechnet am 11. September 2001 wurde von der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band Slayer das Album God Hates Us All, Gott hasst uns alle, veröffentlicht, auf dem auch ein Lied den Namen God Send Death trägt, also Gott sendet Tod oder sendet den Tod. 9/11 hat die Metal-Welt auch verändert, wie vor 10 Jahren das mit Beispiel berichtet wurde, also Beispielen. So gab es darüber hinaus auch im Irak, das wurde da nicht berichtet, A Cressy Cowder, hier bei Metal Hammer, glaube ich, dass das nicht bei, glaube ich, gelesen zu haben, nicht gelesen zu haben. So gab es darüber hinaus auch im Irak A Cressy Cowder, deren Proberaum während dem Krieg sogar zerbombt wurde. Ich hab die Dokumentation damals gesehen. Heavy Metal in Bagdad. Sie lebten zwischen Terroristen und Soldaten mit einer Todesangst, weil sie auch laut meiner Erfahrung für Islamisten als Satanisten galten. Und dort ist das härter zu werten als in Deutschland. Es wird nach der Erfahrung eine bleierne Schwere nicht nur gefühlt worden sein, sondern war sie im Krieg physisch auch vorhanden. Nur die Toten sehen das Ende des Krieges, heißt deren Debütalbum. Oder kennen das Ende des Krieges. Nur die Toten kennen das Ende des Krieges. Only the dead know, see or know. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber kann man mal selber ergoogeln. Es war für mich aber auch zu weit gegangen, als auch Heavy-Metal-Musik zur Folter in Guantanamo eingesetzt wurde, als nach 9/11 Radiosender wegen verschwörerisch-kryptischer Annahmen nicht einmal die Beatles spielten. Also es gab hier 166 Lieder. 1 2001, Clear Channel Memorandum. Da gab es 166 Lieder, darunter auch Chop Suey von System of a Down, das dann mittlerweile 1 Milliarde Klicks auf YouTube sogar generiert hat. Richtig krass. 1 Milliarde. Und da gab es halt diese Lieder, die wurden nicht gespielt, weil man könnte ja denken, das ist irgendwie, hat das zu tun hier mit 9/11 und da, das holt die Erinnerungen nur hoch. Man will das ja jetzt nicht so da haben in der Musik. Und dann gab es halt aber trotzdem auch noch Folter in Guantanamo. Da habe ich hier verlinkt den Film The Road to Guantanamo. Der Film, da wird das auch drin gezeigt, wie da jemand mit Kopfhörern sitzt. Hier dunkel alles, also kriegt irgendwie eine Haube vorm Kopf oder so einen schwarzen Sack, glaube ich, war das. Und dann kriegt er Kopfhörer auf. Dann darf er am Boden hocken, auf den Knien, nicht auf den Knien, aber der darf auf dem Boden hocken mit Ketten. Ist da angekettet, wird gefoltert, stundenlang und darf dann Black Metal hören. Ich glaube, Cradle of Filth waren das gewesen. Und also was hier in dem Film gespielt wird. Das ist auch aus der Erinnerung jetzt abgerufen. Und dann gab es halt Folter. Und hier sagt zum Beispiel Interrogations without Torture. Das sagt John Navarro, FBI-Spezialist, Experte da, der war vom FBI gewesen, hat auch Terroristen gejagt, Serienkiller gejagt, soweit ich noch weiß. Auf jeden Fall hat er in der mit Spionage zu tun gehabt, hat er irgendwie Spione sozusagen durch Befragung Sachen herausholen wollen, durch die Art und Weise der Befragung, wie er das gemacht hat, und eben nicht durch Schmerz, nicht durch Gewalt, nicht durch Angst oder so, nicht durch Folter. Und da gab es halt dann noch diese Musik, die halt, wie auch das Welt.de hier gesagt hat, die dann gespielt wurde. Also da gab es Sesamstraße und Metallica gab es da, dann gab es da, weiß ich nicht, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich glaube Downpool oder sowas, haben sie da auch gespielt. Und wenn man jetzt das mal so sieht, wenn jetzt muslimische Menschen, die vielleicht mehr einen Hang haben zur Religion, Angst haben vor der Musik, die ja auch als Haram gilt, wenn denen jetzt gesagt wird, das ist Teufelsmusik, das dürft ihr nicht hören, und dann hören sie auch, dass damit Menschen gefoltert werden, das ist doch richtig scheiße, Mann. Das ist doch richtig, richtig scheiße. Das verstärkt doch nur das, ja, das ist der große Satan, der Westen, das ist der große Satan, das verstärkt das doch nur. Diesen Glauben daran. Aber jetzt mal egal. Das ist jetzt die eine Sache. Dann gab es, wie gesagt, diese 166 Lieder, wobei nicht mal die Beatles gespielt worden sind, weil da gab es ein Lied mit so komischen Abkürzungen und da könnte man ja Osama Bin Laden draus lesen, wie es hier auf Wikipedia heißt.
Und so weit, so gut erstmal dazu. Also Musik sollte nicht missbraucht werden zu Folter, und Folter ist eh etwas, was niemals angewendet werden sollte, um an Informationen zu kommen. Das sagt uns allein schon die Geschichte, das sagt uns allein schon das, was mit den Hexenprozessen passiert ist, ne? Damals im Mittelalter. Und ja, Folter wirkt nicht, aber wenn ich das jetzt mal nochmal so in Erinnerung habe, da mischt sich gerade was bei mir. Ich denke an einen ehemaligen Präsidenten, nämlich an Donald Trump. Bevor er Präsident wurde, da habe ich den schon kritisch beäugt, weil er hat gesagt, dass er Schlimmeres im Sinn hat als Waterboarding. Das hat der gesagt. Das fand ich schon krass, da war er schon für mich gestorben. Sage ich das mal so.